Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video spiele ich mit dem Sketch Client mit der Version 3. Diesen Client kriegt man bei Haze im Launcher. Er wurde mir von ihm zur Verfügung gestellt. Ja, vielen Dank. Gehen da an Haze raus. Viel Spaß mit diesem Video. So, jetzt sind wir schon in der ersten Runde und ich habe einen Steve Skin. Uiuiui. Gar nicht gut. Und ihr seht schon diese FPS-Einbrüche und da hinten Renderfehler, ich sehe nichts. Aber das liegt halt einfach daran, dass das Ganze noch in der Beta ist. Der Client-Launcher und auch alles weitere wird noch behoben, schätze ich jetzt mal. Auf jeden Fall soll die Killer ja ganz gut sein. Das ist jetzt eine meiner ersten Runden. Ich bin in den letzten ein bisschen verreckt, weil die Killaura ein bisschen rumgespackt hat, weil ich Autoblock anhatte und immer halt geslowdown wurde, ja, ihr versteht. Ich hoffe mal, hier sind jetzt nicht so viele Schützer, so Angeltypen. Aber ja, auf jeden Fall probiere ich mal gleich das mit diesem Superhit. Das wäre auch zu schön, irgendwie. Wahrscheinlich geht es nur auf geraden Strecken oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt gerade geht es nicht so gut. Ich probiere es später vielleicht nochmal aus. Aber ja, jetzt gerade ging es halt irgendwie nicht. Moin, was geht bei dir so? Was geht hier jetzt ab für eine Party? So, erster Kill. Zweiter und dritter, okay, alles klar. Die Aura arbeitet tatsächlich ganz gut. Und erstmal das Equip hier gönnen. Alter, okay, die Aura war gerade echt krass, aber irgendwie habe ich auch einen Bug. Und zwar, ich bekomme gar keine Sounds. Auch wenn ich reloade und so. Und wenn ich auf Options klicken würde jetzt hier, dann wird mein Client abkacken, also crashen. Und das ist halt schon echt nervig, aber ja. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist der Anti-Cheat-Selector. Das ist das hier. Sieht übelst nice aus, nach meiner Meinung nach. Digga, was rennst du jetzt weg? Bleib doch einfach stehen. Sonst komme ich halt mit Speed. Und Speed ist jetzt halt nicht mehr so schnell, wie die Speeds früher waren. Aber ja. I don't care. I don't care, really. I don't care. Alter, diese Range, geil. Ja, jetzt flaggt mich genau, wenn das TNT kommt. Ja, als ob ich jetzt komme. Voll funny. Lol, Mann, immer diese dummen Spieler, die einfach nichts kapieren in ihrem Life. Der Speed ist irgendwie gerade ziemlich langsam. Er ist nicht schneller als irgendein normaler Vanilla-Speed. Aber die Kill-Aura macht das Ganze wieder gut. Ja, der Kleine ist eigentlich echt fresh so. Bogen auf die 3, obwohl ich den eh niemals benutze in meinem ganzen Leben. Ich benutze halt echt nie einen Bogen oder so. Eine Angel habe ich auch noch nie benutzt, so richtig, außer Autobot. Ja, auf jeden Fall, dieser Superhit hat jetzt gerade nicht so funktioniert. Vielleicht waren das vorher gar keine Renderfehler, sondern es gibt hier einfach keine Map. Und ja, dadurch, dass ich nicht in die Options kann, auch nicht vom Startmenü, also wenn ich auf Controls klicke dann und meine Mausempfindlichkeit umstellen will, dann crasht der ganze Client und ja, es hat einfach noch viele Bugs, aber dieser Launcher ist auch neu. Der Alpha Launcher hatte am Anfang wahrscheinlich genauso viele Bugs und ja, auf jeden Fall ist der Client ziemlich gut für Gomme, würde ich mal so behaupten. Also meiner Meinung nach. Und komm, den kriege ich doch noch. Ja, nice. Jetzt bitte die Rüstung, Impfcleaner. Ja, nice. Fresh. Okay. Ach nein, nicht ein Spo-Spammer. Nein, nicht ein Spo-Spammer, habe ich gesagt. Komm, verreck, du Hurensohn. Ja, nice. Ui, das war mal ganz schön knapp. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf Hive wieder. Und ja, weil da gab es nämlich hier .ac Bed Destroyer 100 Blocks. Ja, da will ich vielleicht mal schauen, ob das Ganze funktioniert oder einfach generell mal auf Hive. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hey Leute und willkommen zurück jetzt nochmal auf Hive. Denn hier soll dieser Superhit funktionieren. Aber Problem ist, ich weiß nicht, wie man ihn benutzt. Und deswegen probiere ich es einfach mal aus, ob er geht oder ob ich es irgendwie hinbekomme. Aber ja, mal schauen. Das macht 6 Damage. Schon mal besser. Da oben ist auch noch eine Kiste. Mal schauen, wie man da hinkommt. So, schon mal, ja. Okay. Nice.
gönne ich mir nochmal ein paar Blöcke. Und dann probiere ich einfach mal den Superhit an dem hier. LOL. Es geht halt einfach echt. Ich habe ihm gerade Schaden gegeben. LOL. Was? Ich wurde einfach nach vorne teleportiert. What the fuck? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in noch einer Runde wieder und da spiele ich da mal richtig. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Vielleicht werde ich diesmal nicht runtergebackt, aber ich konnte ihn letztes Mal einmal schlagen. Und das ist doch schon mal lustig, dass man jemanden einfach von Entfernungen schlagen kann. Aber ja, das habt ihr wahrscheinlich eh alle schon bei Haze gesehen. Auch wenn ich weiß, dass manche von euch Haze nicht schauen und nur mich schauen. Nein. Ich finde, er ist voll korrekt und ja, wie gesagt, ich habe eigentlich mit keinem aus der Szene irgendwie Beef. Naja, das finde ich auch gut so, weil Beef scheiße ist. Vor allem YouTuber Beef. 13 Blöcke, ja, damit komme ich ja sehr weit. Kappa. Super Hit an. Und, warte, komm, komm, komm. Vielleicht ja du. Nee, nee, ich mache lieber den hier. Was? Ja, gut. Dann holen wir mal den hier, würde ich sagen. Fuck. Was haben die auf einmal immer so gute Rüstung, ey? Und der hat auch noch ein besseres Schwert. Aber ich habe ihn bekommen. Nice. So. Diese Lags, die fucken schon eher so ziemlich ab. Oh, es ist laggy. Ich glaube, ich hole mir mal den hier dann. Der hat dann hoffentlich auch neue Blöcke für mich. Sup. Da habe ich den. Und dann gucke ich mal kurz, was der so an Equipment hatte. Oh, ein Dia-Schwert. Nice. Dankeschön für das Dia-Schwert. Oh, Full Iron. Nice. Noch besser. Okay, dann hole ich mir mal den. Der wird eine Challenge, weil der eine Dia-Rüstung hat. Und sorry für diese Lags. Es ist einfach nur nervig. Aber was soll ich tun? Alter! Nein. Oh, Scaffold Walk ist jetzt auch noch nicht so ausgereift. Und es laggt ziemlich. Also würde ich mal sagen, freuen wir uns schon auf das nächste Update vom Haze Launcher. Aber bis jetzt sehen wir, er funktioniert, wenn er auch seine Probleme hat, aber das ist natürlich, weil alles hat am Anfang Probleme. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.